Ey, das ist ein richtig gutes Versteck. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach so groß. Umsonst Popcorn. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sind wir 24 Stunden heimlich im Kino. Psch, und Barış ist auch dabei. Was geht, Leute? Oh mein Gott, Barış, wir müssen richtig unauffällig hier sein. Das wird richtig gefährlich. 24 Stunden, das heißt, wir müssen hier auch übernachten. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, und das ist so crazy. Hast du schon eine Idee, wie wir das schaffen? Nein, keine Ahnung. Wie machen wir das eigentlich? Leute, das Kino macht gleich zu und wie ihr sehen könnt, sind die ganzen Mitarbeiter hier auch schon weg. Leute, hier arbeitet einfach keiner mehr. Vor allem, die haben die Slushy-Maschine sogar ausgemacht und die Nachos stehen da einfach frei rum. Oh mein Gott, Barış. Heißt das, wir können uns auch die Snacks nehmen, wenn wir hier sind? Müssen wir aufpassen, hier sind überall Kameras, wir dürfen nicht entdeckt werden. Stimmt. Und weil das Kino ja gleich zumacht, kommt, glaube ich, gleich die Endkontrolle. Oh. Und damit wir hier nicht erwischt werden, müssen wir uns erstmal verstecken. Oh mein Gott. Und wenn das Kino abgeschlossen wird, sind wir hier alleine. Oh mein Gott, wir sind alleine? Das muss man verstecken, oder? Ey, Leute, ich zitter schon, das ist so aufregend. Ey, die dürfen nicht entdeckt werden. Oh, wie krass ist das denn, wenn wir gleich alleine sind? Leute, bleibt dran. Nicht vergessen, wenn ihr mich supporten wollt, schreibt jetzt Hashtag Team Pink und ich antworte euch zurück und lasst ein kostenloses Abo da. Los, wir müssen uns doch jetzt verstecken dann. Okay, let's go. Ey, hier ist so ein Plakat, vielleicht kann ich mich ja dahinter verstecken. Okay. Ich mich hier so hinter tue. Ja, schau mal. Oh mein Gott, ey, das ist ein richtig gutes Versteck. Aber weißt du was, wenn der Security hier hochkommt? Stimmt, also von hier sehe ich dich nicht, aber wenn natürlich hier die Rolltreppen kommt, dann sieht er dich sofort und du wurdest dann entdeckt. Das geht nicht. Du brauchst ein neues Versteck. Mist. Komm. Du musst jetzt was anderes suchen. Let's go. So, hier wäre auf jeden Fall eigentlich ein guter Versteck, weil wenn ich hier so meinen Kopf ducke, dann kann man mich hier nicht sehen. Aber es wäre natürlich blöd, wenn hier jetzt jemand reinguckt, um die Kasse zum Beispiel zu kontrollieren. Dann fliege ich auf. Ich glaube, ich suche mir doch ein anderes Versteck, Leute. Das geht hier nicht. Leute, ich glaube, ich laufe hier einfach in die Kinos rein. Oh mein Gott, hier ist sogar so ein IMAX-Saal oder sowas. Ey, Barış, bist du auch hier? Könnte eigentlich groß genug sein, um sich zu verstecken, aber... wieso bist du eigentlich auch hier? Sollst du dich nicht längst schon woanders verstecken? Ja, ich suche was. Ich habe immer noch nichts gefunden. Mann, okay, also ich gucke jetzt hier in dem Saal. Schau mir das Ganze jetzt an. Okay, was ist denn hier los? Ist alles so schwarz. Oh, Leute. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach so groß. Leute, aber irgendwie ist dieser Saal auffällig. Der ist viel zu groß. Woanders. So... ich muss auf jeden Fall woanders hin. Der war viel zu groß. Der war viel zu groß. Ich habe immer noch nichts gefunden. Der war viel zu auffällig. Was ist mit Toiletten? Ey, Barış, was sagst du, wenn wir uns in den Toiletten verstecken? Da guckt doch bestimmt keiner nach, ja, oder? Das ist eine gute Idee. Komm. Komm jetzt. So. Okay. So. Oh, Leute. Hier kann man sich verstecken. Leute, ich zitter voll. Ich habe voll Angst. Oh mein Gott. Ja. Und dann, schau mal ganz kurz, wenn ich die Füße mache. Okay. Wenn ich das mache, sieht man meine Füße. Man sieht deine Füße nicht. Perfekt, also ich bin hier. Ja, okay, bleib da. Aber es wird doch auffällig, wenn zwei Türen geschlossen sind. Da musst du auch hier hinkommen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, das Kino ist jetzt zu und wir können rauskommen. Oh mein Gott, wir haben es einfach geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ey, ich habe gehört, wie die Türen abgeschlossen wurden. Ey, krass, die haben unsere Füße nicht gesehen. Wie krass. Wir haben richtig Glück gehabt hier. Oh mein Gott. Ey, wir sind jetzt komplett alleine. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft. Ey. Jetzt sind wir einfach die ganze Nacht hier. Was sollen wir jetzt machen? Wir können machen, was wir wollen. Oha. Oh. Heute ist der beste Tag ever, Leute. Yes. Lasst jetzt auf jeden Fall die Likes da. Gönnt uns mal ein bisschen. Come on. Let's go. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in irgendein Kino. In irgendein Kino. Okay, let's go. Ich starte einfach mal einen Film. Was hältst du? Ey, wie cool. Auf jeden Fall. Und danach gibt es auch genug Nachos und Popcorn. Oh mein Gott. 10? Ja. Das ist eine coole Zahl. Finde ich auch. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach unser ganzes Kino für uns alleine. Das ist so, wir können so laut sein, wie wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Jemand hat da seine Switch angeschlossen. Was? Hier hat jemand seine Switch anvergessen? Das heißt, wir können bestimmt hier Switch noch spielen. Wow. Ey, oh mein Gott, hatte jemand Prime liegen lassen? Oh, und sein Switch? Ey, ich fetz jetzt diese Prime hier einfach weg. Ey, mach das mal. Riecht noch gut? Ist bestimmt alles okay. Okay. Wow, Leute. Oh, geil. Der ist richtig zerfetzt. Wow. Oh. Gönn dir. Yes. Auf jeden Fall hat er seinen Controller vergessen. Das heißt, wir können hier bestimmt eine Switch spielen. Hey. Was ist gerade passiert, Leute? Guck mal. Oha, ey. Super Mario, guck mal, SpongeBob. Die funktionieren sogar. Es gibt Super Mario. Oh mein Gott. Leute. Yes, meins auch. Und du bist so klein in diesem Kino. Ja. Yeah.
Ey, Jasmin, was machst du hier? Was isst du denn da? Irgendwie gab es hier Takis. Die habe ich mir genommen und sofort gesnackt. Da lagen Takis und die isst du? Ja. Du vergisst, wir sind in einem Kino. Hier gibt es genug Popcorn und Nachos und alles. Oh mein Gott! Wir müssen einfach nur da in die Snackbar gehen. Ich hab's vergessen. Komm, wir gehen zur Snackbar. Wir holen uns jetzt alles und fetzen das alles weg. Ja! Lass uns einfach mal schauen, was es hier noch so gibt. Okay, let's go. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Ey, was ist das hier? Hier liegt einfach eine Decke und ein Kissen. Hey. Hat einer hier vergessen. Hallo, wer hat das denn hier vergessen? Ey, wie gut. Ey, das ist doch perfekt für uns. Jetzt können wir hier sogar schlafen. Ey, und ich habe gehört, diese Sitze kann man zu einem Bett machen. Als ob. Willst du es mal testen? Oh mein Gott, was ist das denn für ein krasses Kino hier? Schau mal. Guck mal, was passiert. Oh mein Gott, das wird einfach zu einem richtigen Bett. Ey, das ist mega. Guck mal hier, Kissen. Dann noch eine Decke. Jawohl! Und dann hier die Lichter aus und einen richtig coolen Film schon. Oh, stimmt, wir müssen auch noch die Lichter ausmachen. Stimmt, wir müssen noch irgendwie herausfinden, wo die Lichtschalter sind. Aber als erstes gehen wir uns jetzt Popcorn holen. Yes, come on! Oh mein Gott, Leute, einfach eine Kinotheke für uns alleine, Baris, glaubst du das? Also ich bin der Verkäufer. Okay. Und du bestellst. Oh mein Gott! Ah. Ey, unsere Takis sind auch hier, ja? Falls wir irgendwas kombinieren. Oh, das ist sogar Takis. Sollen wir Takis mit Popcorn machen? Das hat auch noch niemand gemacht. Oh mein Gott, hier, Verkäufer, du musst mir das dann geben. Okay. Also, oh mein Gott. Könnt ihr mal was bestellen, was hätten Sie denn okay. gerne? Okay, ich hätte einmal Popcorn mit Takis, bitte. Popcorn mit Takis? Ja. Zu eurem Glück ist das heute frisch im Sortiment. Oh mein Gott. Ja? Leute. So, schau mal. Oha. Das ist heute wirklich frisch im Sortiment. Ey, das gab's noch nie. So. Leute, das sieht so cool aus. Babbisch. Ja, weil wir heute auch alleine sind, geht das aufs Haus. Oh mein Gott, aufs Haus? Aufs Haus. Leute, umsonst Popcorn mit Takis. Wie cool. So Leute, ich bin ja auch der Nachos-Typ. Ich mag gar nicht die Popcorn. Und ich bestelle jetzt, du bist ja der Verkäufer, ne? Ja. So, hi. Oh cool, Taki, was sind das? Taki-Popcorn? Ey. Oh, sorry, wollte ich ja gar nicht hier stören. Ich würde gerne bitte einmal Nachos bekommen. Nachos, okay. Mit allen drei Soßen, die Sie besitzen. Alle drei? Ja, bitte alle okay, drei. Okay, einen Moment. Okay. Hier unser Nachos-Regal. Ja, da. Genau. Mhm. Ah ja, hast du vorbereitet? Oh, so, natürlich. Okay. Ich wusste, dass du mit Nachos. Wo sind meine Soßen? Ich wollte hier drei Dips, bitte. Ah, da, okay. Hast du sie gefunden? Yes, also oh, wow. Kalt. Oh, die ist schön warm. Mhm. Und Cheese. Oh, schön warm. Die wurde erwärmt. Oh, lecker. Aber was fehlt? Wir brauchen Getränke. Stimmt, einen Moment. Ich bringe uns die Becher. Ah, Becher? Ja. Wir können jetzt machen, was Sie wollen. Wir können sie dann nämlich zapfen. Komm. Genau. Ich komme jetzt mit dir gönnen, ja? Oh, wir gönnen. Okay. Bei dem Automaten, könnt ihr das sehen, können wir uns jetzt alles zusammenmischen. Ey, ich glaube, wir mischen uns jetzt Sachen zusammen, die wir noch nie getrunken haben. Was hältst du von Powerade Blau? Oh mein Gott. Mit Cola vielleicht? Ja. Oh mein Gott. Leute, ich habe eine Idee. Ihr wisst ja, ich drehe immer YouTube Shorts. Kommentiert mal jetzt, welche zwei Getränke wir zusammen mixen sollen. Das mache ich dann in einem Short. Oder sogar drei. Oh also mein kommentiert, Gott. Was ihr wollt und wir mischen das dann hier in dem Automaten zusammen. Powerade mit Cola oder keine Ahnung. So Leute, ich mache jetzt mein erstes Getränk. Leute, Power Erd Erdbeere. Wow. Wie pink das aussieht. Und, wie riecht's? Boah, es schmeckt richtig lecker. Boah, lecker. Boah. Dazu brauche ich jetzt irgendein Mix. Powerade Erdbeere mit Sprite Erdbeere. Leute, habt ihr schon mal sowas probiert? Oh, boah, das sieht richtig pink aus. Okay, jetzt kommt mein Taste-Test, Leute. Oh mein Gott, ich habe noch nie sowas Erdbeerhaftes getrunken. Ich muss jetzt auch mal probieren, Leute. Sag mal deine Meinung. Boah, richtig lecker. Erdbeer, ne? Oh mein Gott, Erdbeer auf Erdbeer. Wow. So Leute, jetzt bin ich dran am Automaten. Oh mein und hier Gott. Gibt es so viel Auswahl, das ist wirklich verrückt. Aber ich bin ja so ein kleiner Cola-Fan. Deswegen gehen wir mal hier auf Coca-Cola. Und das Coole ist, schaut mal, hier gibt es Cola-Limette, Orange, Vanille, Kirsche und. Und ich habe noch nie Cola-Orange probiert. Oh mein Gott, wie lecker. Cola-Orange, Alter. Wow. So, Cola Orange ist ausgewählt. Let's go. Und jetzt fülle ich das hier mal in meinen Becher. Boah, wie lecker das riecht. Oha. Okay. So, Barisch, jetzt gibt's einen Taste-Test. Ich trinke jetzt das erste Mal Cola Orange. Let's go. Zerfetzt. Boah. Er zerfetzt richtig, Leute. Oha.
Ehrlich? Alter, das schmeckt wirklich wie Cola mit Orangensaft. Oh. Lecker. Kino nur für uns alleine. Alter, so verrückt. Das ist mega. Ich will das alles gerade wegfetzen. Ey, hier ist ja noch die Switch. Haben wir voll Stimmt, vergessen. Stimmt, irgendeiner hat die Switch hier vergessen. Guck mal hier. So, zack. Wir können jetzt Switch spielen. Leute, jetzt wird Switch gespielt und noch ein bisschen gesnackt und danach wird geschlafen. Also bleibt dran, wir müssen noch unser Bett decken. Ey, oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt hier einfach im Kino. Kann hier alles essen. Ey, hinter dir sitzt einfach keiner, ne? Niemand, weil wir sind alleine. Ey, du weißt, es ist schon einfach nachts. Schau mal, da vorne steht so, es ist 11.30 Uhr nachts. Oh, das heißt 23.30 Uhr? Und wir sind einfach ganz allein in diesem Kino, essen hier Nachos und spielen gleich Nintendo Switch. Yeah. Yes, wie cool, Leute. Ich glaube, ich spiele jetzt Mario, oder? Ja. Let's go. Okay. Leute, es ist so cool. Guck mal, wir spielen hier einfach Nintendo Switch und was spielen wir? Mario Party, ja, oder? Mario Party! Einfach Mario Party! Ey, das ist so cool! Das ist so cool und ich glaube, wir machen jetzt... Schaut euch das mal an! Mario Party! Wen wählst du? Welchen Charakter wählst du? Come on! Peach? Okay, du bist Princess Peach! Oha! Leute, was ist das denn für eine Leinwand? Das sind 1000, 5000 Zoll! Und da ist Junsel, könnt ihr sie sehen? Ey Leute, das war so witzig. Wir haben so lange gespielt, aber ich bin jetzt richtig müde geworden. Leute, schaut mal hier, diese Ecke ist richtig dunkel. Das ist der letzte Sitz von dem ganzen Kino. Und du hast auch schon die Decken dabei? Hab ich, weil wir haben die ja vorhin noch gefunden. Oh mein Gott, okay. So, ich würde sagen, wir müssen deinen Sitz hier erstmal hier zu einem Bett einstellen. Okay, machen wir jetzt. So. Oh mein Gott. Oh, das ist ein richtiges Bett geworden. So Leute, mein Bett ist jetzt schon richtig ready. Jetzt brauche ich nur noch Decke und Kissen. Okay. Wir müssen uns aber auch teilen. Ja, stimmt. Bei mir ist es schon okay, wenn sie Kissen wird, ja? Wenn es dieser Kissen wird hier. Okay, dann nehme ich die Decke. Okay. Weil wir müssen ja mit dem auskommen, was wir haben. Ey, schau mal, was ich gefunden habe. Was? Oha, das ist hier einfach rausgekommen. Das muss einer hier vergessen haben. Oh mein Gott, good night. Oha, wie cool. Ey, das hat einfach so unglaublich Spaß gemacht, oder? Ey, Hammer, oder? Boah, jetzt ist Schlafenszeit. Oh mein Gott, so. Und morgen müssen wir auch schauen, wie wir hier rauskommen. Ja, oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wenn das Kino aufmacht, gehen wir als ganz normale Kunden raus. Und keiner checkt irgendetwas. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.